Hallo liebe Pokerfreunde, Obito wieder hier und das Team von gestern hat mir so gut gefallen, deswegen spielen wir das noch einen weiteren Tag. Ist ja Anfang der Season und da können wir das uns auch auf jeden Fall leisten, aber heute bin ich nur positiv mit dem Team gegangen, was mich echt freut. Ich hoffe, mein Hund greift jetzt nicht sein Schweinchen wieder an. Falls Schweinegeräusche kommen, das ist das Spielzeug von meinem Hund. Pixie ist eine sehr gute Führung. Ja. Man nimmt auf und der Hund. Ich gehe jetzt einfach mal auf Hitzekoller. Und ich wechsle, glaube ich, auf Hypno. So, was kommt rein? Ja, ich wechsle auf Hypno. Okay, Gegner gibt auf. Perfekt. Er weiß, dass ich den Donnerschlag besitze. Er braucht den Spukball. Perfekt, so schnell kann ein Kampf gehen. Pixie mit Hitzekoller rausgenommen. Perfekt. Der Gegner dachte 100 pro, dass ich auf Felsgrab nur gehe, aber ich kann ja rauswechseln. Das ist ja wie so ein, sag ich mal, ein Sturzflug, der Hitzekoller. Bloß für Feuerattacken. Oh Gott. Ich gehe hier in Hypno. Weil Meteorologe muss ich nicht gleich schilden. Ja, wenn es der Orkan ist, ist es so. Aber ich gehe jetzt auf Donnerschlag. Er geht auf Meteorologe. Perfekt, wir ziehen Schild. War ja zum Glück im Gleichstand. Netter Versuch. Netter Versuch. Wir gehen auf den Spukball. Das war echt ein netter Versuch. Boah, das hält was aus. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das viel was aushält. Ich gehe mal Cargo. Werd hier nicht chillen. Ich werde mir beide Schilde für Mr. Finsterfaust aufheben. Strauchler kann's, okay. Aber das macht gar nicht so viel. So, kommt Pilipa wieder rein. Ich schilde doch einmal, weil ich habe ja die das Felsgrab. Ah, dann war der Shit doof. Aber ich schilde trotzdem nochmal, ja. Weil entweder ist das Pilipa jetzt weg oder whatever. Er ist jetzt abgeschwächt. Er schildert, dann gehe ich rüber. Weil egal was reinkommt. Ja, du kriegst einen Poltergeist. Du hast eine Drachenklaue. Wobei, reicht hier ein Eisdieb? Ich bin mir unsicher. Ich gehe auf Poltergeist. Das ist mir sicherer. Das sollte ihn definitiv rausnehmen. Perfekt. Und hier musst du einsetzen, ne? Ja, ich glaube nicht, dass ich das trotzdem gewinne. Mm-mm. Das Pilipa ist so schnell bei den Attacken. Ach. Ich müsste zwei Attacken rausbekommen. Boah, der ist so schnell beim Meteorologen. Das Pilipa ist widerlich. Ist einfach so. Pilipa ist im Moment widerlich. Ich hätte nicht zweimal schilden dürfen. Das war mein Fehler. Ich hätte meine Schilder einfach für Dingenskirchen, wie heißt das, Zwirklub lassen sollen. Ah, krass, dass der so viele Attacken hintereinander geschafft hat. Das ist krass. Flügelschlag ist echt krass geworden. So, XX Hope 7XX. Wir gehen wieder mit Makaro rein. Das geht Tatsache. Er wird sich einmal steigern wahrscheinlich, oder? Ja, die Steigung überleben wir. Das ist nur ein Steigungslied. Wir können uns die Attacke aufheben. Von Makaro.
Okay, gut, dass wir gewechselt sind. Das ist sehr gut. Oh, dieser Hund, Leute. Dieser Hund, der macht mich hier fertig. Es sieht nicht schlecht aus. Weil wir können hier auf Eissiebe gehen. Die sehr effektiv sind, ja. Das ist nicht schlimm. Und wir haben bei Makago noch eine Attacke, ne? Das wird noch wichtig sein. So, wir setzen jetzt hier an der Stelle ein. Nein, das ist mir kein Shit wert. Was soll er machen? Wir gehen in Hypno. So, was kommt jetzt rein? Pilipa, es war klar, es war klar. Es war erstmal klar. Ja, wir müssen auch schilden irgendwann. Er wird jetzt auch schilden. So, wir machen 1 und 2 und über da. Perfekt. Das muss er jetzt schilden. Perfekt. Ja, das ist nicht schlimm. Meteorologe dürfte ich noch überleben. Okay, hat Nahkampf. Okay, interessant. Aber den Donnerschlag kriegen wir raus. Meteorologe hätten wir noch überlebt. Das Gute ist, wir konnten den Gegner snipen. Mit der Gesteinsattacke. Er musste die schilden, damit er überhaupt noch eine Chance hat. Aber interessant, Steuerung ist ein Nahkampf. Finde ich jetzt eigentlich nicht so gutes Moveset für. Wie heißt das? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Lucario. Lucario. So, das. Hier muss ich mit Erdbeben aufpassen. Aber erstmal kann ich hier drin bleiben. Das. Ist das ein Erdbeben? Nee, ne? Oder? Das wäre krass. Wollte gerade sagen, das kann kein Erdbeben sein. Das ist auch nur ein Nachthieb. Ja, ich werde hier nichts schön. Ich werde hier nichts schön. Der Gegner war schon, okay. Schnell rüber. Ja, ein, zwei Flügelschläge sollten wir aushalten. Hier werde ich jetzt einmal schilden. Aber auch, weil ich hier overfarmen werde. Jetzt gehe ich hier auf Donnerschlag. Das sollte jetzt eigentlich gegen das Empyreon reichen. Ja, perfekt. Und hier muss er ja auf Nachthieb gehen. Okay, ja, den Move verstehe ich jetzt zwar nicht, aber okay. Aber hier komme ich ja trotzdem zum Ball. Ja, er muss aber einsetzen irgendwo, ne? Okay. Ja, dann gebe ich mein Makago jetzt auf. Sehr schön. Ja, er muss schilden.
Ich lasse den jetzt durch. Okay, der ist machbar. Nee, ich muss den hier durchlassen. Auch wenn es weh tut. Jetzt einsetzen. Ah, das werde ich wahrscheinlich verlieren, ne? Das werde ich wahrscheinlich jetzt verlieren. Wobei. Nee, das sieht gut aus. Das müsste ja eigentlich jetzt reichen, oder? Okay, ich dachte, es hätte mehr Leben. Oh. Aber wir haben es geschafft. Perfekt. Tentantel, Thaddeus Tentakel ist besiegt. Komm, Rüti. So, jetzt ist auch das Schweinchen vorbei. Der Hund kuschelt jetzt mit mir. Ist schon mal ein positives Set. Das kann sich sehen lassen. Das ist ja immer die Hauptsache, dass die Sets positiv sind. So, Kampf beginnt. Max Neymar 98. Oh, Libellra, Spicy Pick, Spicy Pick. Ich gehe in Hypno. Libellra hält nicht viel aus. Ja, mein Geist-Pokémon mit Icy wäre da besser. Erdkräfte müsste ich überleben. Okay, das ist Steinkante, die überlebe ich erst recht. Oh ja, ich müsste zweimal Donnerschlag kommen, hoffentlich. Bitte, bitte, bitte. Wenn ich jetzt Schild ziehe, das ist ja perfekt. Ja, Glurak ist einheilig. Ich schildet das Zache einmal. Aber auch nur, weil ich hier den Donnerschlag schaffe. Und potenziell einen zweiten Schild kriege oder das Glurak ist weg. Okay, das ist perfekt. Weil die hat dann nur Drachenklaue gegen mich. Und das ist kein Krypto-Glurak. Ich wiederhole, Leute. Es ist kein Krypto-Glurak. Noch eine Drachenklaue kriegt er hin. Ich gehe von Drachenklaue aus. Ja. Oh, ich habe leider schon eingesetzt, ne? Aber egal, egal. Wir können nochmal rauswechseln. Das sollte auch Schaden machen. Oder auch rausnehmen, ja. Pilipa! So, ich werde meinen Schild für Makaro jetzt aufheben. Ein Meteorologe überlebe ich hier. Ja. Für Makaro. Ah, er schafft noch einen, ne? Ah, ich muss darauf hoffen, dass ich den überlebe. Wenn ja, dann sieht's gut aus. Genau, Pilipa, der Nervensäge ist weg. Der Gegner darf nur keine zwei Drachenklauen schaffen, ne? Pilipa ist aber weg. Okay. Ah, wir haben Ausgurt. Das heißt, wir sollten das gewonnen haben. Weil die Attacke kommt jetzt an und haut die Glurak weg. Ja. Wir haben geschildert. Perfekt. Okay, ging alles super aus. Nicht Phantom. Doch, Phantomkraft? Ja, Phantomkraft heißt die Attacke von. Zwirklorona? Oder irre ich mich da jetzt gerade so hart? Phantomkraft, doch, ja, Phantomkraft ist es. Irgendwas mit Phantom, aber ich meine Phantomkraft ist das. Die böllert richtig. So, unser Quickie verschicken wir wieder. Wir haben 200er auf jeden Fall, ja. Wir kommen Raten 18 gut näher. Und auch heute von den Punkten haben wir sehr, sehr gut zugelegt. Was ich echt schön finde, das Team kann sich hier sehen lassen, definitiv. Was? Liam Number 2. Mhm. Frostetje, Spitzenführung, danke.
Ah, hier hätte ich auf Eisdieb gehen können. Ah, warum gehe ich nicht auf Dings? Ach. Und hier hätte ich auch, also in dem Cup wäre auf Hypno Eisdieb auch besser, definitiv. So, ich will aber nicht ködern. Ich will dieses Vieh hier weg haben. Und er überlebt das. Oh, aber hier, Frostetti hat nicht viel Farm. Und mit Glück kriegen wir noch einen Donnerschlag hin. Und Chip ist Chip. Chip. Chip, Chip, Chip und Chip. Ritter des Rechts. Chip, 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 Chip und Chip. So, Donnerschlag kriegen wir noch hin, das ist gut. Ja, eigentlich sieht das hier sehr gut aus. Ja, Capoeira, Steinkante, Nahkampf, ist alles in Ordnung. Ich schilde hier nichts, erstmal. Wobei, ein Schild würde ich wahrscheinlich investieren, oder? Nee, bisher noch nicht. Bisher noch nicht. Steinkante kommt, ja. Ab jetzt kann ich schön. Was will er denn jetzt machen? Jetzt muss er auf Steinkante gehen. Ich werde einmal schilden. Ja, einmal werde ich schilden. Steinkante kommt, jupp. Phantomkraft, 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 Phantomkraft. Und die muss rüber. Wir schön. Wir schön, ja. Weil die Attacke reicht jetzt. Und er kann uns in der Zeit nicht runterfahren. Er muss auf Nahkampf oder so gehen. Ja, perfekt. Ja, das hat super geklappt, Steinkante durchzulassen bei Zwirklub, geht klar. Ist natürlich auch ein XL-Zwirklub bei mir. Für Zwirklub in der Superliga brauchst du XL-Bonbons. Und in so einem Cup wie diesen kann das echt glänzen. Ja, und haut echt gut rein. Und in diesem Cup hier finde ich Eisdieb tatsächlich besser. Vielleicht hätte ich auf Hypno auch mal Eisdieb machen sollen. Wobei, gegen Pilipa ist wieder Donnerschlag besser, ne? Du darfst nichts gegen mich haben. Ja. Und hier kann ich auf den Hitzekoller gehen, oder? Das machen wir auch. Ja. Hier holen aber nochmal aus. Sehr schön. Und gesniped. Perfekt. So, was machst du jetzt, mein Freund? Oh, Turtok, sehr schön. Eigentlich hast du verloren, mein Freund. Ja, das weiß der Gegner auch. Das weiß der Gegner auch. Der Gegner hat gerade keinen Bock mehr. Ich habe den Gegner... Ach, sein ganzes Team ist recht schlecht gegen Hypno, außer Schlaraffe, ne? So, Turtok ist weg. Ja, ein Hitzekoller von Makaro sollte man eigentlich auch schilden. Weil der tut sonst weh. Boah, hier eine Konfusion tut aber auch übelst anders weh. Gehen jetzt hier auf Spukball, das macht mehr pro Schaden pro Energie.
Ja, an Hypno denken nicht mehr viele, ne? Der Gegner hat es definitiv schon aufgegeben. Wir zeigen ihn noch Zwirklopp. Aber okay, so gewinnen wir mit zwei Schilden und so ziemlich vollen Pokémon. Das ist krass. Ja. Aber auch nur, weil ich den Gegner halt so gut snipen konnte, dann mit Hypno. Mit der Konfusion, dass ihn das weggehauen hat. Ich glaube, das mache ich wieder, wenn später ein Schlaraffe reinkommt. Weil Einknirscher halte ich ja mit Makargo locker aus. Stalos, ja, das ist gut. Das kann ich hier problemlos ausspielen. Und hier, okay. Gehen wir hier auf Fitzcollar. Und gehen hier und farmen runter. Ja, du hast hier höchstens Dampfwalze. Ja, hier darfst du meine Phantom. Okay, das Body Slam. Hier darfst du meine Phantomkraft nicht unterschätzen. Muhahaha. So, mal gucken. Er hat schon ein bisschen Energie, ne? Ja, hat Knöscher schon. Jetzt gehen wir hier auf die Attacke. Die dürfte böllern. Keiner schildert die. Keiner schildert die. Und wir können runterfahren. Perfekt. Oh ja, das ist ein Win. Das müsste ein Win sein, weil hier können wir auf Eisdiebe gehen. Wir haben Hypno noch. Nächster Eishieb. Ja, jetzt gehen wir auf Papa Hypno. Ein Orkan überleben wir auch noch, wenn er den macht. Ja. So, jetzt muss er den schilden. Runterfarmen kann er nicht. Er muss einsetzen, weil sonst ist er weg. Okay, perfekt. Nächsten Sieg geholt. Perfekt. Das Team geht ab. Wenn man weiß, wie man mit umgeht, dann ja, sieht's gut aus. Sind auch schon wieder positiv. Das heißt, Pokébelohnungen haben wir sicher. Vielleicht kriegen wir Rang 18 heute dadurch hin. Wäre cool. So, was Leafy AT dir? Okay. Makaro gegen. Okay, da gehen wir immer in Zwirklub. Wobei ich kann ködern, ne? Wobei ich kann ködern. Er kennt Zwirklubs Attacken nicht. Okay. Ich glaube, ich lasse einfach durch. Oh, sehr, danke schön. Ja, der Gegner spielt das besser mit Frustet hier. Okay, er schildert aber, das ist gut. Und wir kriegen noch ein Eishieb, ich glaub's nicht, Zwirklub, du bist es einfach. Wenn das jetzt ausreicht, ne, und er das durchlässt oder schildert, wäre perfekt. Oh, danke. Wie schön das auch einmal. Perfekt. Und noch einen kriegst du nicht hin und gegen Machu kriegen wir nicht zu kollern. Das sollte Machu raushauen. Das sieht sehr gut aus. Jetzt kommen wir hier rein. Hier haben wir Donnerschlag. Ja, hast du verloren. Du kannst aufgeben.
Was willst du tun? Na gut, dann setzen wir jetzt Donnerschlag ein. Das reicht schon fast. Ich könnte zwar hier schön, aber ich will mein Schild für Makaro einfach lassen. Weil ein Häschern reicht jetzt. Ja, weiß der Gegner auch, dass er jetzt gar keine Chance mehr hat. Und so nehmen wir. Also hier haben wir jetzt 4-0 schon mal. Was Cooles. Gegner wird gesucht. Gegner wird gesucht. Rotter, rotter. Übrigens, 77 Abos nur noch zu den 700 Abos. Es sieht sehr, sehr gut aus. Ich bin euch so dankbar. Toxicwack. Toxicwack ist schwierig. Da gehe ich aber auch wieder in Dings, ne? Ins Wirrclub. Weil Hypno kann hiergegen viel mehr ausrichten. Okay, und hier haben wir gefällt es schon mal. Interessant. Ja, im Gleichstand. Ja, einen sollten wir überleben. Wir müssen gucken, wie wir das hier machen. Schmarotzer, ja. So, wir dürften, wenn er nicht einsetzt, nochmal zum Eisig kommen. Und das wäre perfekt. Dann müsste er schilden. Und wir könnten runterfahren. Und das sehe für Toxicwack überhaupt nicht gut aus. Oh, im Gleichstand. Perfekt. Perfekt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jetzt reichen würde. Ah, er schildet eh. Wir lassen durch. Und wir können jetzt genüsslich runterfahren mit einem Makaro. Und wenn er wechselt, dann hat Toxicwack auch keine Lust mehr. Ja, wir werden genüsslich hier runterfahren und dann einen Hitzekoller drücken. Schmarotzer kommt zwar, ja, macht mäßig Schaden, ne? Wir stecken hier auch locker noch einen weg. Und dann sollten wir eigentlich mit, wenn er nicht noch ein Unlicht-Pokémon hat, mit Hypno regeln können, oder? So, wichtig ist jetzt den Hitzekoller einfach straight zu drücken. Wir kriegen leider einen Konter ab, das lässt sich nicht verhindern. Er schildert, dann gehen wir in den Hypno. Boah, guckt euch den Konfusionsschaden an. Togedemaru, ja. Das ist gewonnen. Weil wir schilden jetzt hier einmal, drücken den Spukball. Ja, ist eh nur Stachfinale. Aber wir haben ja hier den Spukball noch dabei. Das sollte ein 5-0 sein. Wir müssen halt die Attacke von Toxicwack gleich schilden, das ist klar. Ah, die schilden wir auch sicherheitshalber. Und eine Konfusion drückt so übelst gegen Toxicwack, ne? Ja, perfekt. Ja, das Team klappt. Das Team ist richtig stark. Das Team geht echt steil. Deswegen sollten wir auch Rang 18 heute jetzt erreichen. Miltang. Ja, Miltang ist eine gute Belohnung. Leider halt ohne PvP-IV. Aber ja, mit diesem Team hier bin ich im Superliga Remix außergewöhnlich gut. So, Mittag wird verschickt. Gibt mir XL. Nein, schade. Boah, trotzdem nicht Rang 18. Krass. Ja, letzte Z für heute. Ja. Aber ja, das sollten wir morgen einfach gut was erreichen können. Ja, Menki ist hier. Gut. Für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.